Hallo ihr Lieben, ich frage dich, genau dich, du hast deine große Liebe noch nicht gefunden? Wie kann ich ihn oder sie finden? Ich helfe dir dabei. Nun hört. Zunächst einmal ist es wichtig, dass du dich selbst liebst und überzeugt von dir selbst bist. Du hast einen guten Job und gesellschaftlich wie auch finanziell lebst du in guter Sicherheit. Doch eines fehlt dir an deiner Seite. Ein Partner. Mit ihm wäre dein Leben komplett und erfüllt. Eine Traumfrau oder ein Traummann, der mit dir durch dick und dünn geht und dich versteht. Jemand, der dich glücklich macht. Zunächst prüfe, was du wirklich willst. Dann, ja nur dann, kann es in Erfüllung gehen. Aber auch, warum will ich diesen Menschen und was soll er mir geben? Meistens ist es so, dass das, was du suchst, dir innerlich fehlt. Mit der Aussage, ich suche jemanden, der mich achtet und liebt, ist es ein Zeichen dafür, dass man sich selbst ungeliebt fühlt und man somit auch nicht lieben kann. Das kannst du ändern. Indem du beginnst, dich selbst zu lieben, deine Fehler akzeptierst und dich so annimmst, wie du wirklich bist, dann haben deine Blockaden keine Kraft mehr und die Liebe hat Zeit und Raum. Allerdings gibt es immer noch Wünsche, die leider nicht funktionieren. Denn du kannst andere nicht veranlassen oder zwingen, dich zu lieben. Und das ist gut so. Nun nenne ich dir 10 Beispiele, wie du deinen Partner finden kannst. Höre und gehe vielleicht so vor. Notiere dir die wichtigsten Eigenschaften, wie dein Traumpartner sein soll und dabei aber bitte keine Nebensächlichkeiten. Zweitens, überlege dir, wo kann ich ihn finden? In einer Bar, beim Wandern, in einer Kunstgalerie oder überall dort, wo du dich gerne aufhältst? Nun, so suche diese Orte, so gut es geht und so oft du kannst. Drittens, bestimme hierfür aber keinen Zeitraum. Und viertens, kleide dich attraktiv, aber so, wie du dich fühlst, wie du dich wohlfühlst, das ist wichtig. Fünftens, wähle die richtigen Flirttechniken. Nimm zum Beispiel Blickkontakt auf und lächle. Sechstens, wenn du Aufmerksamkeit geweckt hast, entspanne dich, werd ganz locker. Siebtens, lasse dir Zeit und wähle bedächtig das erste Date. Achtens, nimm alle schmerzhaften Erinnerungen nicht mit. Damit sabotierst du von vornherein eine gute Beziehung. Neuntens, gib nicht gleich zu viel von dir preis. Niemand will gleich alle Details deines Lebens erfahren. Sympathie und Liebe, die will wachsen, und zwar über neue Gemeinsamkeiten. Und nun der 10. Punkt. Sei dir bewusst, dass es wichtig ist, für eine gesunde Beziehung mal nicht der gleichen Meinung zu sein. Das sind so die ersten 10 wichtigen Punkte, die man also beachten sollte. Und wenn dir das alles nicht hilft, kannst du mich gern anrufen. Ich bin sicher, dir helfen zu können. In Liebe, eure Deri.